Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben heute den letzten Teil unserer Barrage-Saga hier auf dem Tisch aufgebaut. Und zwar geht es um die Erweiterung auf Englisch The Lee Water Project. In Wirklichkeit müsste es wahrscheinlich Lichwater Projekt ausgesprochen werden, weil wir gehen davon aus, dass das ein Bezug ist auf einen holländischen Architekten aus dem 16. und 17. Jahrhundert, der nämlich Jan Adriaansson Lichwater hieß. Aber wir starten wie immer erstmal mit den Rahmendaten. Ja, die Erweiterung ist wie das Basisspiel von Tommaso Battista und Simone Luciani, ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahre. Spieldauer wird auf der Verpackung weiter mit 120 Minuten angegeben, wurde ja auf dem Basisspiel auch schon angegeben. Wir haben das ja seinerzeit bei Kickstarter, ich sag mal, im Komplettpaket für 99 Euro gekauft, plus Versandkosten waren wir dann mal 108 Euro. Und ich habe mal online reingeschaut, bei einem Online-Händler soll es ab Dezember, also die Erweiterung 2019, verfügbar sein und soll dann 26,50 Euro kosten. Und das, was in der Erweiterung drin ist, haben wir jetzt hier schon mal aufgebaut. Es gibt nämlich einmal ein zusätzliches Management-Board. Es gibt einen zusätzlichen Charakter, der mit ins Spiel kommt, also eine neue Company, die mit dazu kommt. Das sind nämlich die Holländer. Dafür gibt es natürlich, ich sag mal, alle Komponenten, die man bauen kann. Die ja, Basen für den jeweiligen Damm, die Erhöhung, die Conduits, die Powerhouses. Und was neu mit dazu kommt, die haben jetzt nicht für jede Spielerfraktion hier aufgestellt, sind die sogenannten Häuser, die Private Buildings, die kommen neu mit dazu. Die sind natürlich auch für die anderen 4 Spielerfarben mit im Spiel enthalten. Wir haben es jetzt einfach beispielhaft für dieses neue Company Board einmal mit rausgenommen, in Orange, Oranje für die Holländer. Dann bekommt jeder hier noch so einen kleinen Streifen, da werden dann die Häuser draufgestellt. Auch diesen Streifen gibt es natürlich für die anderen weiteren 4 Company Boards natürlich auch. Hier vorne ist dann schon abgebildet, was man bezahlen muss für die Häuser, wobei da kommen wir gleich nochmal zu. Für die Private Buildings kommen hier so 10 Plättchen ins Spiel, die werden am Anfang gemischt und dann werden hier 5 entsprechend auf dem Spielertableau schon hingelegt, auf dem neuen Managementboard oder dem Extra Managementboard. Und die anderen 5, die kommen nur aus dem Spiel, das heißt, die kommen in diesem Spiel nicht mit dazu. Dann haben wir hier noch External Works, die kommen auch neu mit ins Spiel. Und zwar haben wir hier Plättchen, das sind jeweils 5 Plättchen je Stapel. Wir haben einmal A, B und C, die werden einfach auch zu Spielbeginn gemischt und dann auf die entsprechend dafür vorgesehenen Felder gelegt. Und die obersten Plättchen werden dann jeweils schon mal einmal aufgedeckt. Dann sind natürlich die Engineers, 12 Engineers sind mit dabei, der Punktemarker, der Zählmarker für den Energietrack ist mit dabei, der Marker für die ja, Spielenreihenfolge ist mit dabei. Und dann natürlich die, ich sag mal, die Bauteile, wobei hier zu beachten ist, das Fragezeichen-Bauteil gibt es hier nicht, weil hier davon ausgegangen wird, dass wenn man mit der Erweiterung spielt, nicht mehr das Einsteigerspiel spielt, sondern schon das fortgeschrittene Spiel. Und da spielt man ja ohne dieses Bauteil mit dem Fragezeichen drauf. Und ganz wichtig, also es ist nicht so, dass diese neue Company dafür sorgt, dass es halt eben ein Spieler zusätzlich ist. Also es ist jetzt nicht für 5 Spieler. Dementsprechend ist auch kein Wheel da. Es ist einfach nur eine neue Company, so wie Michaela das auch gesagt hat. Genau, dann was neu mit dazu kommt, ist als Bauteil natürlich dieses Haus, weil wir können jetzt neue Häuser bauen. Und da ist natürlich auch, das haben wir jetzt auch nur beispielhaft mal für den orangen Spieler mit dazu gelegt, aber natürlich auch für alle anderen 4 Spieler, die im Basisspiel schon mit enthalten sind, gibt es dieses extra Bauteil auch, sodass dann jeder Spieler natürlich entsprechende Häuser bauen kann. Dann kommen noch 2 neue Bonusplättchen mit dazu. Wir haben ja nachher auf unserem Energietrack, da werden ja immer 5 Bonusplättchen ausgelegt und eines wird ja immer pro Runde dann gewertet. Und diese 2 neuen Bonusplättchen, die werden einfach zu den bestehenden mit dazugelegt, die werden gemischt und dann werden zufällig 5 ausgelegt und wie gesagt, eines wird pro Runde gewertet. Und dann kann es halt sein, dass jetzt auch Häuser gewertet werden und auch diese External Word Plättchen dann gewertet werden. Dann haben wir noch mit dabei 4 neue Officer, die mit ins Spiel kommen. Das heißt, es gibt 4 neue Officer-Karten. Zu Spielbeginn ist es ja so, man nimmt sich ja entsprechend der Spieleranzahl die Company Boards, mischt die, legt 2 offen die Tischmitte. Dann nimmt man jetzt einfach das neue Company Board dazu, bevor man die dann austeilt bzw. in die Tischmitte legt. Das gleiche gilt für die Officer. Man nimmt diese 4 neuen zu den bestehenden dazu, mischt die, teilt dann jedem Company Board einen Officer zu und dann kann man sich die jeweilige Kombination aussuchen dann. Dann kommen noch 3 Advanced Technologie Teils neu mit dazu und die werden einfach in die jeweiligen Stapel mit eingemischt, also sprich Stapel römisch 1, 2 und 3. Die kommen dann auf das Patent Office. Und wenn man das gemacht hat, wird von jedem Stapel noch wieder ein Plättchen weggenommen. Es werden ja immer pro Runde 3 Plättchen aufgedeckt und so kommt es genau hin, dass da wieder am Spielende auch, ich sag mal, diese ganzen Stapel dann aufgebraucht sind.
Dann gibt es auch noch für Ellen Voss jetzt mit ihrer Sonderfähigkeit und auch die Übersicht, wie der Spielablauf ist. Ellen Voss hat nämlich die Sonderfähigkeit, wenn sie ihr drittes Powerhouse gebaut hat, dass sie immer dann, wenn sie einmal produziert hat, sofort einen Wassertropfen hinter einen ihrer Dämme legen kann, wobei es nicht der Damm sein kann, mit dem sie gerade eben produziert hat. Ja, das soweit dazu. Und dann gucken wir uns, glaube ich, als nächstes einfach mal diese External Works an, was wir da machen können. Die External Works werden genauso aktiviert wie auch alle anderen Stellen auf dem alten Plan oder auf dem Hauptplan, sage ich mal. Jetzt in diesem Fall ist es eben so, man muss zwei von den Engineers einsetzen. Das würde man jetzt hier einfach machen. Und damit erwirbt man in Anführungszeichen dieses Teil, das daneben liegt. Und zwar gegen die Kosten, die abgebildet sind. Das heißt, hier auf der linken Seite sieht man immer die Kosten, auf der rechten Seite sieht man die Belohnung. Und das Besondere hierbei ist, dass man die Kosten in den allgemeinen Vorrat ablegen muss. Das heißt also, man packt sie nicht auf sein eigenes Wheel, kommt irgendwann, nachdem sich das Wheel einmal komplett gedreht hat, wieder an diese Ressourcen ran, sondern man verliert sie wirklich komplett. In dem Fall hier oben wäre es so, ich müsste also eine graue Ressource aus meinem eigenen Vorrat in den allgemeinen Vorrat reinlegen, würde sofort 3 Geld bekommen und dürfte mein Rad, mein Wheel zweimal drehen. Hier müsste ich einen braunen abgeben, kriege 3 Geld und darf einen vor mir ausliegenden Kontrakt, der maximal 4 Energie benötigt, sofort erfüllen. Bekomme dann auch wieder die Belohnung von diesem Kontrakt. Und hier unten einen braunen, einen grauen, kriege 2 Geld und darf sofort irgendwo ein Powerhouse bauen. Und das gegen Ende ist es halt eben so, es wird dann immer teurer. Also hier zum Beispiel wäre es so, da muss ich sogar 6 von den braunen abgeben, kriege dafür aber auch 5 Siegpunkte und darf irgendeinen Kontrakt, der vor mir ausliegt, erfüllen. Kann aber manchmal gegen Spielende auch gar nicht schlecht sein, weil es ist ja nachher so, man bekommt ja nachher pro 5 Ressourcen, die man noch hat, wobei die im Video nicht mitgezählt werden, bekommt man ja einen Punkt. Und wenn man jetzt noch 6 braune vielleicht zufällig hat oder jetzt zum Beispiel hier die 3 und die 2 über hat, dann bekommt man natürlich im Verhältnis wesentlich bessere Siegpunkte. Das heißt, gegen Ende kann es vielleicht nochmal sinnvoll sein, dass man da die 2 einsetzt und die Ressourcen, die man vielleicht nachher eh nicht mehr braucht im Spiel, dann auch abgibt dann nachher Ja, zum das kann, Spielende. kann sich rechnen. Genau. Gut, dann haben wir als nächstes noch die Private Buildings. Wie funktioniert das? Das ist im Prinzip wie genauso, wie man auch ein normales Gebäude baut, baut man halt eben jetzt hier ein Haus. Das heißt, ich würde jetzt hier ein Wheel nehmen, mein Wheel nehmen logischerweise. Gebt ihr das mal? Dankeschön. Und dann wäre es jetzt eben so, dass ich sage, ich baue ein Haus. Ich halte das mal fest, dann Ja, kann das ich ist, besser Dankeschön. reinlegen. So, ein Haus, zack. Müsste natürlich dann einen meiner Engineers hier ganz normal einstellen, dass ich halt eben diese Bauaktion mache. Und angenommen, ich möchte jetzt hier dieses Haus hier oben bauen, dann müsste ich jetzt die Kosten bezahlen. Die stehen bei den Häusern jeweils oben links in der Ecke. Das heißt, hier müsste ich 3 braune und 4 graue bezahlen. Ich habe da mal was vorbereitet. Würde ganz normal wieder drehen, dürfte dann eins von meinen Häusern hier platzieren. Und das würde halt eben bedeuten, ich habe jetzt hier gebaut und kann in einer darauffolgenden Runde über diesen Platz entsprechend dann die Aktion ausführen. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist Und hier müsstest du Folgendes. ganz, Entschuldigung, Genau, 3 Euro, das drei wollte ich Euro gerade wollte ich sagen. gerade sagen, 3 Credits. Genau, weil es ja wieder rot umrandet ist, müsste ich hier 3 Credits bezahlen. Und da sind wir uns nicht ganz sicher. Also im Hauptspiel, in der Hauptspielanleitung ist es so, überall wo dieses plus 3 oder das 4 ist, gilt es immer für beide Stellen in der entsprechenden Reihe. Das heißt also, im Zwei-Personen-Spiel dürfte man hier auf diese beiden Felder gar keinen einsetzen. Ergo, bei der Erweiterung können wir im Zwei-Personen-Spiel wirklich nur diese rot umrandeten unteren Plättchen nehmen. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich ein Haus baue, muss ich zwingend 3 Geld bezahlen, 3 Credits. Wir glauben, es ist so richtig, wir sind uns nicht ganz sicher, da wird in der Erweiterungsanleitung nicht richtig drauf eingegangen. Wir werden in Essen hoffentlich die Leute bei Kranio erwischen und mal nachfragen und dann liefern wir das entsprechend nochmal nach. Gehen wir davon aus, wir müssen es so machen, hätte ich jetzt noch zusätzlich 3 Credits bezahlen müssen. Nächste Runde, ich bin wieder dran, dann kann ich jetzt hier diese Funktion nutzen. Das heißt also, ich würde einen von meinen Engineers nehmen, hier einsetzen und würde sofort das, was in der Mitte dargestellt ist, bekommen. Natürlich immer nur da, wo ich auch ein Haus habe. Hier in dem Fall würde es bedeuten, ich kriege auf den Schlag 5 Geld. Was ich nicht machen darf, ich darf hier nicht zweimal reingehen. Das heißt also, ich darf diese Aktion nur einmal benutzen, darf hier aber nicht noch ein zweites Mal reingehen, um sie ein zweites Mal in der gleichen Runde zu benutzen. Was ich auch nicht machen darf, ist, ich darf hier auch nicht noch ein zweites Haus hinbauen, um halt eben Michaela daran zu hindern, hier überhaupt reinzugehen. Also jeder kann immer nur ein Haus bauen und immer nur einmal die Aktion in der laufenden Runde ausführen. Dann ist es so, dass die Häuser bei Spielende auch noch was bringen. Und zwar ist das hier immer unten links dargestellt. Spielende, ich würde jetzt hier zum Beispiel nochmal 6 Siegpunkte bekommen. Hier sind es 5, 3, 5, 4. Muss eben, wie gesagt, hier ein
Haus stehen haben, da muss am Spielende nicht unbedingt ein Ingenieur drin stehen. Also es muss einfach nur ein Haus drin stehen, damit ich hier die entsprechenden Ressourcen, die entsprechenden Siegpunkte bekomme. Genau, und was auch nochmal ganz wichtig ist, was Christian schon sagte, man kann immer nur, wenn das Haus da ist, auch das Plättchen aktivieren. Das heißt, Christian ist jetzt orange, ich wäre jetzt eine andere Spielerfarbe. Das heißt, ich könnte jetzt nicht hier reingehen, solange ich hier kein Haus gebaut habe. Das heißt, die Funktion des Plättchens darf immer nur derjenige nutzen, der auch tatsächlich schon ein Haus bei dem entsprechenden Plättchen dann gebaut hat. Ja, und von den Funktionen, hier ist es zum Beispiel so, wenn ich hier zwei Arbeiter einsetze, kann ich sofort eine Produktionsaktion mit drei Bonus, ja, mit drei Bonus plus Energie dann machen. Hier darf ich hinter einem eigenen oder einem neutralen Damm einen Wassertropfen legen. Hier kann ich zwei Credits ausgeben und darf sofort fünf Energie produzieren. Das heißt, ich komme auf der Energieleiste fünf vorwärts und ich darf diese fünf Energie sogar verwenden, um einen Auftrag zu erfüllen. Hier darf ich ein Credit ausgeben, komme auf der Energieleiste 4 vor. Diese 4 darf ich jetzt aber nicht verwenden, um einen Kontrakt zu erfüllen. So, dann kommen wir nochmal zu den 4 neuen Officer, die mit dabei sind. Da haben wir als erstes mal die Leslie Spencer. Bei der Leslie Spencer ist es so, wenn ich die bekomme, dann bekomme ich hier auch noch so ein zusätzliches Bauteil, so nenne ich die immer, mit dazu. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt hier so ein External Work-Teil gerne haben möchte, dann lege ich, sofern noch verfügbar, dieses Teil in mein Rad, dann suche ich mir eins aus, ich sage mal, ich möchte gerne das haben, dann setze ich meine beiden Engineers da oben entsprechend ein. Ich muss ja dafür eine braune Ressource abgeben. Die muss ich dann in dem Fall nicht in den General Supply abgeben, sondern die kann ich jetzt in mein Rad legen. Das heißt, das bekomme ich wieder. Dann wird das Rad um eine Station gedreht. Und das ist jetzt die besondere Fähigkeit von Leslie Spencer. Ich bekomme natürlich das External Work Teil, bekomme die sofortige Belohnung, lege das verdeckt bei mir ab. Und habe somit die Möglichkeit, über Leslie Spencer, über ihre Sonderfähigkeit, wenn ich mir die externen Works-Plättchen hole, dass ich die Ressourcen wiederbekommen kann. Denn das ist ja normalerweise nicht der Fall. Normalerweise muss ich die Ressourcen ja in den General Supply dann abgeben. Das war einmal Frau Spencer. Dann haben wir als nächstes Margot Fouché. Da ist es so, da habe ich hier ein extra Einsatzfeld. Da kann ich also im Spiel, wenn ich dran bin in einer Aktion, hier einen Engineer einsetzen. Und dann kann ich sofort eine Hausaktion nutzen. Und das ist die einzige Möglichkeit im Spiel, wo ich eine Hausaktion auch zweimal nutzen kann. Sagen wir mal so, Christian wäre jetzt vielleicht hier schon drin gewesen, hätte das also schon genutzt. Dann kann er mit dieser Sonderfähigkeit, wenn er diesen Charakter hat und hier einen einsetzt, kann er diese Fähigkeit nochmal nutzen. Das heißt, er kann sich nochmal 5 Geld besorgen. Normalerweise darf man ja jedes Hausplättchen, sofern man es dann schon mit einem Haus aktiviert hat, nur einmal pro Runde nutzen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich es dann auch zweimal pro Runde nutzen könnte. So, dann gibt es noch den Tommaso Battista. Das ist ja einer der Spielerautoren. Da ist es so, man bekommt zu Spielbeginn hier eine besondere Figur. Da gibt man einfach einen seiner anderen Engineers weg. Das heißt, man hat trotzdem weiter nur 12 Engineers. Und immer, wenn ich diesen einsetze auf ein Feld, wo nur ein Worker, also nur ein Engineer erforderlich ist, haben wir jetzt hier leider keinen. Ach doch, da, ja genau. Wenn ich den da einsetze, habe ich sofort noch eine Aktion. Na klar, ein Haus muss natürlich vorher da stehen, ist mal schnell dahin gewandert. Das habe ich natürlich vorher gebaut, das Haus. Dann kann ich sofort noch eine weitere Aktion machen. Wenn ich ihn jetzt nutze und ihn mit einem anderen Ingenieur zusammen auf ein anderes Feld setze, habe ich diese Fähigkeit nicht. Also die habe ich wirklich nur, wenn ich den jetzt nutze, auf ein, ich sag mal, alleiniges Feld setze, habe ich sofort noch eine zweite Aktionsmöglichkeit. Okay, das war Tommaso Battista. Dann kommen wir noch zu Simone Luciani. Den kann Christian mal erklären. Den hat Christian nämlich schon mal gehabt. Man darf nämlich normalerweise ja nur 3 Aufträge offen ausliegen haben. Bei ihm hier ist es ein bisschen anders. Ja, ganz unwesentlich. Man darf 4 haben. Das wird hier auch entsprechend schön dargestellt. Und was richtig cool ist bei dem, man kann ja normalerweise immer pro Energieproduktion, die ich gemacht habe, auch nur einen Kontrakt erfüllen. Hier kann man beliebig viele erfüllen. Das heißt also, angenommen, ich habe 4 Kontrakte, A2 Energie, sage ich mal, ausliegen und ich produziere 8, dann könnte ich alle 4 auf einen Schlag erfüllen und kriege natürlich auf einen Schlag auch alle Belohnungen aus diesen 4 Kontrakten. Der macht Spaß. Der ist schon richtig cool. Ja. Ne? Also wie gesagt, hier darf man als einziges 4 offene Kontrakte haben und kann auch mehrere Kontrakte gleichzeitig erfüllen. Okay, dann haben wir die 4 Officer auch mit erklärt. Okay, das war dann soweit alles, was es für die Erweiterung zu erklären gibt. Und dann können wir ja auch gleich mal zum Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Das kann ich gerne machen. Also, es bringt mehr Abwechslung, logisch. Ne? Also, man hat ja eben 2 neue Aktionsflächen, möchte ich jetzt mal sagen. Sowohl die externen Works als eben auch die Private Buildings.
Dadurch hat man mehr Auswahl. Man hat bloß nicht mehr Engineers. Das heißt, man hat insgesamt auch nicht mehr Aktionen pro Runde. Aber die sind das auch heißt, im Basisspiel gefühlt schon zu wenig. Ja, aber jetzt hat man ja noch mehr Auswahlmöglichkeit. Ja. Von daher muss man teilweise echt noch länger überlegen, was mache ich wie, in Anführungszeichen. Aber man kann eben auch richtig schöne Ketten aufbauen. Also Michaela hatte teilweise eine Geschichte, da hat sie irgendwas gemacht mit dem Haus und konnte dann darüber hier zu den Works kommen und hat dann noch irgendwas anderes beeinflusst. Also das kann echt eine ganz schöne Produktionskette auslösen. Ich produziere hier zum Beispiel mehr Geld. Über das Mehrgeld hole ich mir auf dem Basisboard noch mehr Rohstoffe und die Rohstoffe setze ich dann ein, um hier die Sachen zu holen und kriege darüber wiederum Ressourcen bzw. irgendwelche Belohnungen. Also da kann man echt schöne Sachen mitmachen. Was ich auch gut finde, die neuen Officers, die dabei sind, 4 Stück, finde ich eigentlich ziemlich gut austariert, funktionieren auch gut, ist nicht zu mächtig, gehen aber eben teilweise schon auf diese neue Ausgangssituation ein, wie jetzt zum Beispiel die Leslie, die jetzt oben aufliegt, dass man eben auch wirklich diese Geschichte nutzen kann, ohne dass man die Ressourcen abgibt. Weil ansonsten ist es echt so, das ist Ressourcen bekommen, das kennen wir ja aus dem Grundspiel, ist echt nicht einfach. Ich kann ja eben grundsätzlich nur 5 Geld abgeben, kriege einen braunen, kriege einen grauen. Eventuell kriege ich irgendwelche Ressourcen über Kontrakte. Okay, müssen aber ja auch nicht hochkommen oder der andere klaut sie einem, wie auch immer. Und wenn man dann die paar Ressourcen, die man hat, die man ja eigentlich braucht, um Dämme, um Conduits, um Powerhouses zu bauen, wenn man die dann wirklich abgeben muss, dann muss die Belohnung hier wirklich schon stark sein, dass sich das auch lohnt. So wie in einem Spiel, ne? Das ist manchmal auch echt zu verlocken. Da habe ich nachher keine Grauen mehr gehabt. Ja, du hast irgendwie 5 oder 6 Graue gleich rausgehauen, hast eine richtig coole Geschichte gekriegt, aber warst erstmal blank, was das betraf. Ne? Und das ist eben auch so ein Abwägen. So kann ich mir jetzt wirklich erlauben, diese Ressourcen abzugeben? Die fehlen mir wirklich komplett. Wie kriege ich die wieder rein? Brauche ich sie denn nachher? Also das macht schon wieder mehr Tiefe bei dem Spiel aus. Es führt aber nicht dazu, dass das Spiel ruckeliger wird, finde ich. Wir haben es auch nicht so gemacht, dass wir gleich im ersten Spiel alle da drauf gegangen sind, wir beide, sondern der eine ist ein bisschen dahin gegangen, ein bisschen dahin. Also es ergänzt das Spiel wirklich gut. Es verändert das Spiel nicht und es macht das Spielgefühl auch gar nicht kaputt, dass man sagt, so jetzt alle gehen auf die Häuser, weil da ist der Hebel so stark, das hebelt alle anderen Mechanismen aus dem Grundspiel aus. Das nicht. Es kann Sinn machen, muss aber nicht und deshalb ist es wirklich eine geschmeidige Erweiterung, die das Spiel wirklich gut unterstützt, nicht kaputt macht, auch nicht zu dominant wird und ich möchte sie nicht missen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mittlerweile haben wir jetzt echt immer gespielt mit Erweiterung, mit dem 3D-Board, also wir haben wirklich alle Komponenten ausgereizt und so macht das Spiel wirklich richtig Laune und ich habe ja für das Grundspiel, damals habe ich ja 7,5 gegeben und ich gehe jetzt höher, ich finde das ist jetzt so wirklich, nachdem man es auch gespielt hat, wirklich, oder stelle ich mal, alles verstanden hat, ich gebe jetzt einen sehr gut 8 Punkte. Also ich kann mich da auch nur anschließen von der Spielzeit, von der Grübelzeit, was du gerade schon gesagt hast, es wird schon ein bisschen mehr. Also ich habe mal geguckt, wir haben es jetzt wie gesagt ja insgesamt 10-mal gespielt und davon 4-mal mit der Erweiterung und wir haben so einen Schnitt immer so 10 Minuten länger gebraucht mit der Erweiterung. Das liegt aber auch wirklich daran, wie du schon sagst, man hat jetzt noch andere Komponenten, die man hiermit ja beachten kann, wo man noch was machen kann. Wobei mit den Häusern muss ich so sagen, das war so maximal, dass wir 2 Häuser gebaut haben pro Spieler. Also mehr haben wir nicht. Also dass wir wirklich 5 Häuser gebaut haben, ist bei uns... Gut, wir haben es auch erst 4-mal gespielt mit der Erweiterung, ist bei uns nicht vorgekommen. Aber es ist auch, die sind teilweise auch ganz schön teuer, die Dinger, wenn man sich das hier mal so anguckt. Ne? Also man muss da schon ganz schön Ressourcen ausgeben. Und es geht ja eigentlich erstmal ums Produzieren im Spiel. Man muss ja den Motor erstmal zum Laufen bringen. Man muss erstmal gucken, dass man mit den neutralen Dämmen vielleicht anfängt, ein Conduit baut, ein Powerhouse baut, um schon mal anfängt, eine Produktionskette zu starten. Und von daher, die Ressourcen sind am Anfang total ja, knapp. Und die werden im Spiel ja auch nicht so wirklich mehr. Und von daher ist es dann schon so, auf diese Häuser, die sind teilweise so teuer. Man sieht ja zum Beispiel hier 6 braune und 2 graue. Also es ist schon nicht ohne. Gut, man bekommt sie wieder, weil das ja so ein Bauteil ist. Wo habe ich es hier, wie es hingelegt? Aber das Rad muss ja letztendlich auch erstmal wieder einmal rumgedreht werden. Anders mit diesen externen Works, das ist wirklich nochmal eine schöne Komponente. Gerade was ich auch vorhin schon sagte, auch gegen Spielende. Wenn man nachher guckt, ich habe noch Ressourcen und ich kann vielleicht gar nicht mehr viel mit denen machen, dass man die vielleicht zum Spielende nochmal ausgibt. Auch wenn da gerade nochmal weiterdrehen oder so mit drauf ist, ist es vielleicht auch nochmal eine schöne Komponente. Ansonsten hat man ja auf dem Spielbrett, auf dem eigentlichen Managementboard die Möglichkeit, gegen 5 Geld zum Beispiel 3-mal weiterzudrehen. Also von daher, man hat dann nochmal mehr Möglichkeiten, falls die Felder auch schon belegt sind, das dann auch nochmal zu machen. Und wie gesagt, gegen Spielende die Ressourcen vielleicht auch nochmal punkteträchtiger dann umzusetzen. Also diese externen Works haben wir nachher, ich sag mal, ab dem zweiten Spiel auch deutlich mehr
nutzt. Im ersten Spiel war es wirklich mit der Erweiterung, da waren wir beide noch sehr verhalten, weil hier dieses Weggeben, wie gesagt, die Ressourcen sind eh knapp. Das widersprach einem Ego, da, ich brauche die Ressourcen, genau. Ich kann die nicht abgeben, das geht nicht. Die sind eh so knapp und dann guckt man schon am Anfang, wo möchte ich bauen, man guckt ja auch schon, wie kommen die Wassertropfen daher, also wie wird es nachher im Spielverlauf fließen, wo kommt Wasser runter, wo ist es sinnvoll, einen Damm einzusetzen. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, Christian hat nachher angefangen, die Dämme vor meine Nase zu setzen, wie man ja im Let's Play sieht. Und ich habe am Anfang gedacht, dieses Dreierbaufeld, warum sollte jetzt jemand noch 3 Zusatzkosten auszunehmen? Und dann hat ja Christian das in einem Spiel gemacht. Und dadurch blockiert man ja wirklich den Damm dahinter. Und dann hat man sich schon so was Schönes aufgebaut, wollte eigentlich, weil man weiß, gegen Spielende kommen da diese Wassertropfen runter. Man hat auch dieses lange Konduit, diese lange Leitung mit der hohen Punktzahl, mit dem Fünfer zum Beispiel, wo man auch echt viel Ressourcen eingesetzt hat. Und dann baut sich da einen vor die Nase. Also es kann schon echt ärgerlich sein. Also man lernt wirklich bei diesem Spiel. Und es ist dann auch mit der Erweiterung so, wo man nachher sieht, aha, gut, jetzt macht es vielleicht Sinn, jetzt nutze ich dann eher das oder auch die Gebäude. Und wie Christian auch sagte, manchmal, wenn die so schön zusammenpassen, kann man da wirklich schöne Ketten aufbauen. Auch gerade mit dieser, ich suche es jetzt gerade hier, weil liegt sie ja noch, diese Frau Spencer. Wenn man das hat, dann macht das schon wirklich Sinn, das auch mit zu nutzen, weil da bekommt man die Ressourcen ja auch wieder. Und mit dem Plättchen finde ich das total toll, weil man dazu noch eine weitere Option hat. Also ich finde auch, diese zusätzlichen Officer, die bringen echt nochmal eine schöne Abwechslung mit ins Spiel rein. Wobei, wir müssen auch noch mal gucken, es gibt ja einen, wo man kopieren kann. Und da haben wir festgestellt, das macht im Zwei-Personen-Spiel nicht richtig so viel Sinn mit der Kopierfunktion. Also den haben wir dann noch mal weggelegt, wenn der zufällig ausgelöst wurde. Also das denken wir uns. Wir haben es nicht ausprobiert, aber wenn dann beide die gleiche Sonderfunktion, sprich den gleichen Officer haben, glauben wir, dass es nicht so sinnvoll ist. Genau, das haben wir gedacht. Dann, das ist, glaube ich, eher so mehr Spielpersonenfähig. Aber wie gesagt, wir haben es nicht ausprobiert. Aber wir hatten dann auch einen anderen Charakter noch auslegen dazu, wo wir gedacht haben, das passt jetzt nicht so richtig wirklich. Aber wie gesagt, schön ist noch mal wieder mehr Flexibilität mit drin. Man hat nochmal wieder andere Charaktere mit Sonderfähigkeiten, die man nutzen kann. Und auch wie Christian schon sagte, also ich hatte auch schon mal hier Frau Fouché, heißt sie, glaube ich, wo man dann, wenn man das Gebäude aktiviert, da habe ich auch extrem die Gebäude, da hatte ich gerade, da war hier ein Gebäude ausliegen, wo man dann für Credits auch Ressourcen bekommen konnte. Und da bin ich gerade, was Christian sagte, sehr drauf gegangen, dass ich Geld bekommen habe und mir über dieses Geld die Ressourcen geholt habe und dann auch über die externe Work diese Ressourcen wieder ausgegeben habe. Also genau, dieses Plättchen da. Also das hat wirklich gut funktioniert. Also wenn die Plättchen zusammenpassen, kann man da wirklich gute Ketten aufbauen. Und auch im letzten Spiel war es so, mit einmal waren jetzt, auch ich glaube, ziemlich am Anfang schon alle Plättchen mit einmal weg, was wir noch gar nicht hatten. Also es kommt dann mehr und mehr so, dass man merkt so, aha, das passt. Und auch das Ausgeben ist vielleicht dann doch mal gar nicht so schlimm. Dann muss ich halt an einer anderen Stelle sehen, dass ich vielleicht über einen Contract, manchmal liegen dann ja auch schon Contract aus, dass ich sehe, aha, wenn ich mit denen jetzt hole, kann ich ja am nächsten Zug mir eine bestimmte Anzahl Ressourcen wieder zurückholen, weil ich diesen Contract sowieso plane zu erfüllen. Also von daher, ich finde auch, die Erweiterung ist wirklich schön gelungen. Die gliedert sich wirklich total toll ein in das Spiel. Man braucht jetzt wirklich noch einen größeren Tisch. Ja, das wird echt eng. Das wird sehr eng. Also wir haben wirklich, als wir es hier aufgebaut hatten, man konnte schon die Company Boards, die konnte man kaum noch hinlegen, weil dieses da drunter legen, die haben es ja nachher schon drüber gelegt. Also das ist wirklich sehr groß. Wie gesagt, die Spielzeit ist bei uns ein bisschen länger geworden. So 10 Minuten waren es dadurch ein bisschen länger, weil man halt ein bisschen mehr gegrübelt hat. Es gab halt mehr Möglichkeiten oder es gibt dadurch ja mehr Möglichkeiten, wo man seine Engineers einsetzen kann. Aber mir gefällt die wirklich auch super gut, gliedert sich sehr gut ins Spiel ein. Hat jetzt auch nichts mit der Zwei-Personen, ich sag mal, Spielbarkeit zu tun. Das bleibt weiterhin ein super Zwei-Personen-Spiel, wie ich finde. Lässt sich wirklich super gut zu zweit spielen. Und von daher bleibe ich dabei. Ich habe ja dem Basisspiel auch schon 8 Punkte gegeben, ein sehr gut. Und ich mit der Erweiterung auch sehr gut. Wir sind ja eigentlich nicht so die Erweiterungskäufer, sage ich jetzt mal so. Nee. Hier haben wir es, ich weiß gar nicht, warum wir es gemacht haben. Ich glaube, wir haben es einfach dann. Weil wir die 3D-Map haben wollten. Und bei der 3D-Map war die Erweiterung automatisch dabei. Okay, das war der Aufhänger. Also wir hätten nicht das 3D-Board mit dem Grundspiel nehmen können. Das gab's, die Kombi gab es, glaube ich, gar nicht. Ja, also ich kann hier nur empfehlen, ich finde die Erweiterung super gut. Und wie Christian schon sagte, wir spielen jetzt nur noch mit der Erweiterung und auch mit dem 3D-Board. Und das macht wirklich viel Spaß und ich würde jetzt auch gar nicht mehr ohne Erweiterung spielen wollen. Und von daher wirklich für mich eine sehr gelungene Erweiterung. Diese zwei Kleinigkeiten, wir hatten ja auch schon gesagt, im Basisspiel hatten wir auch mit den End-Object-TIFF-Tiles, die es ja noch gibt, in der Endwertung Probleme. Da werden wir nochmal fragen. Aber das waren auch so die einzigen Probleme, die wir da hatten. Und von daher wirklich weiterhin ein sehr schönes Spiel. Okay, das war dann unsere Bewertung zu der Erweiterung. Du sagst nochmal so schön den Titel, weil du kannst das besser aussprechen. Was denn? Lee Water Project. Du warst ja mal Holländer. Ja, ich war mal Holländer. Wir sind Lechwater. Lechwater. Genau. Lechwater
Projekt. Ich weiß nicht, wie man Projekt auf Holländisch, also auf Niederländisch aussprechen würde. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade spielt oder vielleicht als nächstes spielen wollt. Sagen an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Abonniert gerne unseren Kanal, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Und ansonsten sagen wir wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.